So ist ihr Leben nach GZSZ ein Hörgerät für Tanja Bülter der Tiefe. Fall von Heather Lockle. Günther Jauch über seine Tierliebe Michelle Hunziker. Dieses Foto sorgt für Schlagzeilen. Bill Cosby trauert um seine Tochter Ensa nach der Trennung. So meldet sich Justin Theroux zurück. Erstes Foto. So süß ist Kim Kardashians Tochter. Chicago Todesdrama um Prinz Carlos von Hohenzollern. 39 kümmert sich Mark Terenzi nicht um seinen Sohn. Fotoshooting bei minus 21 Grad bei eisigen Temperaturen. Um minus 21 Grad hat die niederländische Königsfamilie ihren traditionellen Winterurlaub im österreichischen Lech am Arlberg begonnen. König Willem Alexander, seine Frau Königin Maxima und die drei Töchter Katharina Amalia, 13, Alexia, 12 und Ariane, 10, zeigten sich beim traditionellen Fototermin trotz der Kälte gut gelaunt. Die schönen Bilder sehen Sie oben im Video. Ort. Mit traurigem Schicksal verbunden. Das Interesse am Auftritt der niederländischen Königsfamilie war dieses Mal noch größer als in den vergangenen Jahren. Laut Angaben von Lech Zürs Tourismus hatten sich mehr als 60 Fotografen akkreditiert. Der Fototermin soll dafür sorgen, dass die Royals den Rest der Zeit unbeobachtet von Kameras verbringen können. Willem Alexander ist in diesem Jahr bereits zum 5. Mal als König in Lech. Seinen Winterurlaub hat der heute 50-Jährige bereits seit seiner Kindheit jedes Jahr in dem Vorarlberger Wintersportort verbracht. Seit 1959 ist die königliche Familie jedes Jahr etwa zwei Wochen lang am Arlberg zu Gast. Dabei ist der Ort mit einem traurigen Schicksal verbunden. Der Bruder des Königs, Prinz Friso, verunglückte hier 2012 beim Skifahren.